So Leute, frohes Neues, ja, alles Gute für 2017. Das ist mein erstes Video hier im neuen Jahr und wir beginnen mit was relativ Leichtem, Seichtem und zwar einer Koranlesung natürlich. Ja. Also, dann legen wir mal los. Ja, die große Koranlesung. Da geht's schon los. Halt. Erstmal wird halt ein Gott vorausgesetzt, was wie gesagt unbewiesen ist. Ihr kennt ja meine Gottesansichten und sowas. Einfach behauptet halt des barmherzigen und gnädigen Gottes. Ja, wer eine Behauptung aufstellt, muss irgendwas beweisen können, sonst sind es nur Behauptungen. Ja. Ein Buch generell muss an den Inhalten gemessen werden und nicht an der Story, die drumherum gestrickt wird, wie heilig das denn angeblich ist. Da habe ich wohl die Hand Gottes noch nicht gespürt. Ja. Schreiben Sie bei mir auf Facebook auch teilweise, ja, das ist das direkte Wort Gottes, das hier, dies ist die Schrift, an der nicht zu zweifeln ist, steht auf der ersten Seite. Ne? Und wenn du das von Kindheit an fünfmal am Tag dir reinpfeifen musst und auch von Imamen und so weiter immer wieder und von der erzählt bekommst und von der Familie, wenn alle das glauben, ja, pff, dann sag mal, das ist die Schrift, an der ich aber doch jetzt mal zweifle. Ne? Und fast unmöglich. Ne? Weil da reagiert der Islam, ja? Wer auch immer das ist, aber die muslimische Gemeinschaft weltweit reagiert da nicht so geil, wenn man halt die Religion kritisiert. So ähnlich wie das bei den Christen früher auch war. Du lästerst Gott auf unglaublich infame Weise! Aber das Christentum ist ja durch die Aufklärung geprügelt worden, sozusagen gezwungen worden, halt ein bisschen lockerer zu werden und das Ganze nicht mehr so ernst zu nehmen. Das ist beim Islam aber halt bisher noch nicht passiert. Dass man nie richtig befreundet sein kann. Das geht ja nicht, ja. Wenn ich jetzt an irgendein Einhorn glaube, was euch alle in die Hölle schickt, weil ihr nicht ich seid oder nicht an das gleiche Einhorn glaubt, ja, dann unterstütze ich ja. Ich sage ja, naja, dieses Einhorn, ja, ich glaube aber weiter dran, ich finde das trotzdem gut, das ist mein Lieblingseinhorn und das schickt euch in die Hölle, ja, und ich glaube weiter dran, ich finde es trotzdem weiter gut, dass dann unterstütze ich ja, dass ihr in die Hölle kommt. Und das ist ja eine unüberwindbare Kluft dann zwischen euch und mir, wo man nie wirklich befreundet oder zusammen sein kann als Mann oder Frau oder sowas. Ne? Und das ist das große Problem von Religion, von diesem Konzept Himmel und Hölle. Nee, Arschi, jetzt nicht. Ich lese hier gerade Koran. Das heißt, wenn du gläubig bist, kommst du ins Paradies und da kriegst du Gattinnen und sie werden ewig darin verweilen. Ja, was ist denn, wenn du eine Frau bist? Da steht gar nichts hier. Was kriegst du denn? Kriegst du denn auch Gattinnen oder wie? Musst du dann lesbisch werden? Kann es sein, dass Weibsvolk anwesend ist? Hier ist ein Paradies. Ich kann mir aussuchen, wie ich das gestalte. Aber einen Baum lasse ich euch da, um euch zu testen. Ja, wo ich dann vorher, weil ich habe ja göttliche Vorsehung, das heißt, ich weiß ja eh, was passieren wird. Ich weiß ja eh, ihr könnt es nicht sein lassen. Und ich sage euch extra noch, lasst es sein, geht nicht an diesen Baum. Und ich weiß ja, ich habe euch ja so angelegt und so designt, dass ihr dann doch dran geht an diesen Baum. Aber ich teste euch trotzdem ein bisschen und nachher schicke ich euch dann in die Hölle. Wenn ihr das, was ich sowieso wusste, so wie ich euch geplant und designt und angelegt habe, dann wirklich macht, ja, ab in die Hölle. Aber naht euch nicht diesem Baum. Und was passiert, wenn man einem Kind oder einem Menschen sagt, nicht hier draufklicken, ja, nicht weitergucken. Jetzt, wir haben jetzt 43 Minuten 30, macht jetzt hier Schluss. Bitte, jetzt guckt nicht diese entscheidenden anderthalb Minuten, die jetzt kommen. Ne? Jetzt wird es spannend, guckt das nicht. Das ist das Einzige, was mich interessiert, ist das ein gesundes Buch? Ist das, man kann auch nicht sagen, ist das ein gesundes Buch, sondern ist der Satz, der hier steht, ist das gesund? Ist das eine gesunde Idee oder ist es eine ungesunde Idee? Und das interessiert mich bei dem ganzen Thema Islam und Religion generell. Ja, die guten Ideen, ja, gibt es ja in jeder Religion, gibt es auch schöne Sätze, nette Sätze, schöne Stories, gute Ideen, gerne mitnehmen. Aber lass den krankhaften, gefährlichen Scheiß weg, der zu nichts als Trennung führt. Thank you for the suggestion. It was a good one, without a question. Do a cover, subscribe, watch the original. I just told you again, it was subliminal. Prügel ihn, Centurio, für diese Unverschämtheit. Au!